Es ist Donnerstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder gesunken. Vokalnacht, Jubiläumsjahr der Musikschule Vigo von Bülow. Und Bettensteuer, viel Kritik für die Freien Wähler. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen und die sind wieder gesunken. Die Inzidenzzahlen laut Robert-Koch-Institut vom Donnerstag liegen bei 283,2. Im Vergleich zum Vortag gab es 47 Neuinfektionen, in den letzten 7 Tagen gab es 204 Neuinfektionen. Die menschliche Stimme ist nicht nur ein wichtiges Instrument im Alltag, sie ist auch ein prägendes Element in der Kunst. Und da ist es nur logisch, dass die Musikschule Vigo von Bülow eine ganze Veranstaltungsreihe der Stimme widmet. Die Auftaktveranstaltung, die erste Brandenburger Vokalnacht, ist gleichzeitig auch der Auftakt ins Festjahr 70 Jahre Musikschule Vigo von Bülow, das im Schuljahr 2022/2023 begangen wird. Am Samstag, den 27. August, stehen zwei unterschiedliche Gesangsstile im Fokus. Susanne Bormann-Fortuzzi ist klassischer Mezzosopran. Die zweite Konzerthälfte wird von dem Christoph Assier Jazz Trio gestaltet. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Saal des Interkulturellen Zentrums am Gotthardkirchplatz 10. Der Eintritt ist frei. Der Förderkreis der Musikschule Vigo von Bülow sammelt Spenden. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ob die Freien Wähler mit so viel Widerstand gerechnet hatten? Spätestens seit dieser Woche steht fest, mindestens bei den Betroffenen können sie mit dem Thema Bettensteuer keine Sympathiepunkte sammeln. Bei einer Diskussionsveranstaltung des Tourismusvereins in dieser Woche ernteten die Freien Wähler teils heftige Kritik für ihren Vorstoß. Eine Bettensteuer geht immer in den allgemeinen städtischen Haushalt. Da können Sie festlegen, was Sie wollen, etc. Der Kämmerer freut sich, er kann mit dem Geld machen, was er will. Mir fehlt die Begründung für Ihr Tun. Ihre Begründung ist ja nur, wir können es jetzt. Aber nicht alles, was man kann, ist ja sinnvoll. Aber wenn Sie mir gesagt hätten, Hamburg braucht Geld, wir wollen das und das machen, das wäre für mich ein guter Geld. Den habe ich aber nicht gehört. Wir hatten mal irgendwie eine Zahl, dass irgendwie ein Gastgewerbe pro Woche rund 14 Stunden nur mit Verwaltung beschäftigt ist. Ja? Und wenn ich dann überlege, dass es viel zu wenig Personal gerade gibt in dem Bereich, dann frage ich mich, wie das wirklich umgesetzt werden soll. Wir schweben im Moment, ich sag mal, wirklich in dem Bereich, der auf uns für den Herbst noch zukommt, dass wir unter den Umsätzen während Corona sind. Das heißt, konkret gesprochen, ich will jetzt mal die Textiliten nennen, wir liegen im Moment bei einem Umsatz minus von 40%, das hatten wir noch nicht. Das ist eine Katastrophe. Parallel dazu kommt der Herbst auf uns zu. Wir wissen nicht, was kommt. Die Bundesbank hat gestern veröffentlicht, dass wir mit einer Inflationsrate von bis zu 10% rechnen können. Das ist eine Grundaussage, die wir in der Form auch noch nicht hatten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das einfach ein Schlag in die Gesicht der Branche. Weil die Hotellerie hat in diesen letzten 2,5 Jahren mit am meisten gelitten. Wenn Ihnen die Zahlen nicht bewusst sind, also Sie müssen unterscheiden,
wenn da in der Presse steht, wir sind wieder fast am Niveau von 2019, da sind das die Übernachtungszahlen, die auch noch nicht ganz erreicht sind, was die Umsätze angeht, zum Teil durch gestiegene Preise, aber die Gesamtumsätze sind zurzeit aktuell 20% unter denen von 2019. Steigende Lebensmittelkosten, steigende Gaspreise, steigende Strompreise und dann kommen Sie jetzt noch und wollen, dass Sie noch eine Bettensteuer erheben. Machen sich viele Freunde in Brandenburg. Viel Spaß. Danke. Die Stimmung aufgeladen, der Frust groß. Viel Platz für Positives und Zwischentöne gab es nicht beim großen Schlagabtausch zur umstrittenen Bettensteuer. Erstmals kamen nach wochenlanger politischer Debatte vor allem die Betroffenen selbst zu Wort. Im Vorfeld schien die Stimmung ein wenig unklar, doch an diesem Abend waren die Fronten schnell geklärt. Wir machen uns doch gegenüber dem Gast, der hierher kommt, doch auch unglaubhaft. Da draußen ist ein absolutes Chaos. Geben Sie doch wenigstens den Geschäftspartnern, die nach Brandenburg kommen wollen, nächstes Jahr eine Sicherheit. Die Preise für 2023 sind alle durch, die sind alle fertig. Da kommt kein IBM-Gast für ein Jahr lang zu uns, wenn ich denen sage, da kommen jetzt aber aus der Angesehen noch ein paar tausend Euro Bettensteuer auf Sie zu. Für die Software-Einführung zahle ich 2.500 Euro erstmal am Anfang, dann kommen die monatlichen Gebühren dazu für die Wartung. Und von den Mitarbeitern, die wir eingespart haben aufgrund des Digitalisierungsprogramms und der Fördergelder, um Personal anzusparen, weil wir ja keine haben, stelle ich jetzt wieder ein. Also alles das wird wieder in Frage gestellt. Und auch was wir 2017 mal beschlossen haben, darf gerne wegen nicht logisch auch wieder abgeschafft werden. Wo wollen wir die Mitarbeiter hernehmen, die diese Steuer abrechnen sollen? Und die andere Seite ist, wenn ich sie dann habe, dann muss ich denen ja auch was bezahlen. Und Lohnkosten sind heutzutage mit die größte Ausgabe in jedem Unternehmen. Das sollte man sich in der Stadt mal überlegen, wirklich mal den Vergleich anziehen. Wir haben ja eine satte Gewerbesteuer hier in der Stadt, also eine sehr hohe. Und wenn ich die dann nicht mehr bezahlen muss in dem Umfang, dann nützt es der Stadt, glaube ich, sehr, sehr wenig. Wenn ich dann auf einmal viel mehr Kosten habe und damit dann in Wien ja Gewerbesteuer zahlen muss, aber dafür eine Bettensteuer habe und den Tourist damit noch vergraulen. Auch von anderer Seite gab es für die vor allem von den Freien Wählern vorangetriebene Bettensteuer kaum Unterstützung. Von den anwesenden Politikern ließ lediglich die CDU vorsichtiges Wohlwollen durchblicken, jedoch ohne sich festzulegen. Der ebenfalls anwesende Kämmerer Thomas Barth vermied eine klare Position und verwies auf die Etathoheit der Stadt. Selbst aus Potsdam, wo die Bettensteuer seit 2014 Realität ist, gab es keinen Beistand. Aktuell ist es so, dass wir bei jedem Übernachtungsgast einmal der geschäftlich reist, einmal eine Rechnung ausdrucken müssen. Dort diese Rechnung einmal, weil es ja laut Belegausgabeverordnung nur einmal ich geben darf, einen Kopiestempel machen, diese Rechnung einmal abheften und sich dann ein Mitarbeiter entsprechend hinsetzen muss und diese Rechnungen auch nochmal komplett nacharbeitet, um nachzuvollziehen, war dieser Gast tatsächlich beruflich oder privat im Haus. Dieser Ordner wird dann einmal ins Regal gestellt und wird dann einmal vierteljährlich ans Rathaus Potsdam übergeben. Im Schnitt können Sie mal rechnen, also den Papierverbrauch bei unseren 452 Zimmern mal durchschnittliche Übernachtungsdauer von 1,2 Tagen. Also können Sie sich vom Papier hochrechnen, im Schnitt mal 1 bis 2 Seiten. Pro Rechnung, was da zusammenkommt. Also im Schnitt mal 2,5, 3 Ordner, wenn wir jetzt einen klassischen Monat bei uns im Haus haben. Also Sie können jetzt auch rechnen, vom personellen Aufwand, den wir betreiben, können Sie pro Monat 1,5 Mitarbeiter rechnen, weil Wochenstunde von 40 Stunden, dann entsprechend den Satz mal hochgerechnet, ist das entsprechend auch ein großer Batzen Geld, den wir nochmal als Hotel in die Hand nehmen, um rein diesen administrativen Aufwand zu betreiben. Neben dem bürokratischen Mehraufwand gab es vor allem Unverständnis über das Modell Bettensteuer. Wenn schon, dann doch bitte eine zweckgebundene Tourismusabgabe, forderten viele. Tourismusabgabe ist, es zahlen nicht nur die Hoteliers die Bettensteuer, sondern die Tourismusabgabe zahlen alle Unternehmen, die vom Tourismus profitieren.
Und das ist gerecht. Da bin ich auch dafür, muss ich ehrlich sagen. Weil, wenn es allen durch den Tourismus gut geht, können auch alle was dafür für die Stadt tun. Da ist genau festgelegt, dass Tourismusabgabe muss für touristische Zwecke verwendet werden. Ebenfalls ein Thema, die Energiekrise und die damit drohenden Mehrkosten für die Unternehmen. Ich habe unter anderem, das ist ein kleiner Bildungsträger im sozialen Bereich, der hat da Räumlichkeiten angemietet, um Schüler zu unterrichten. Die haben jetzt eine Voraussetzung für ihre Heizung, hatten die immer gehabt, von 320 Euro im Monat. So, okay, das ist ein großes Objekt. Ab sofort sind das fast 2000 Euro. Ja. Und das betrifft ja nicht nur den, das wird der andere hier genauso betreffen. Und das in dieser Situation, eine neue Steuer einzuführen, ich finde, das ist, wie ich hier schon ähnlich gesagt habe, ist ein Schlag ins Gesicht aller Gewerbetreibenden. Und Sie als Stadtverordnete sind auch Vertreter der Gewerbetreibenden und nicht nur der Bürger. Ja, man kann über alles reden, aber der Zeitpunkt ist grundverkehrt. Das will ich Ihnen einfach nur mitgeben. Für die Freien Wähler blieb an diesem Abend nur die Defensive. Der Stadtverordnete Niklas Stieger bewahrte dabei zwar durchgehend kühlen Kopf, allein es half nicht viel. In Hannover ist es so, dass der Chef der Wirtschaftsförderung und der Chef des Hotelmanagements dort in der Stadtverwaltung, also der da für das Hotelmanagement zuständig ist, gesagt hat, Leute, führt unbedingt die Bettensteuer ein, weil ohne die Bettensteuer werden wir auf mittelfristige und langfristige Sicht einfach nicht mehr konkurrenzfähig sein mit dem Städtetourismus. Und ich hatte mir eigentlich, hatte ich gehofft, dass hier auch von unseren Vertretern in unserer Region mal auch auf so eine Sichtweise sozusagen, von so einer Sichtweise auf die Thematik geblickt wird, weil überall dort, wo man jetzt diese Mehreinnahmen hat, die man noch dann auch investiert, ist doch klar, dass der Tourist eher dahin fährt, wo irgendwas in der Stadt gemacht wird, wo die Stadt touristisch aufgewertet wird. Wenn diese Steuer eingeführt wird, wollen wir uns als Stadtverordnete mit der Stadtspitze und dem Tourismusverein hinsetzen und Projekte besprechen, die möglichst von Ihnen kommen, weil Sie sind ja die Experten im Tourismusbereich. Sie wissen ja, was die Stadt noch bräuchte. Wir wollen uns da anschauen, was gemacht werden kann und wir wollen Sie eigentlich nur unterstützen, indem wir sozusagen das Geld dafür bereitstellen. Weil sind wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt die Bettensteuer nicht einnehmen, dann werden wir, wenn wir Glück haben, mit den Übernachtungszahlen stagnieren. Aber das wird uns nicht weiterbringen, weil der ganze Spreewald, die Spreewaldregion, Potsdam, Rheinsberg und Co. werden uns alle nach und nach überholen. Und eigentlich habe ich doch davon nichts, wenn hier eine Bettensteuer erhoben wird. Meiner Meinung nach ist es für Sie nur gut, weil wir wollen doch in den Tourismusbereich investieren, dass der Tourist noch ein zweites, drittes Mal kommt oder eben länger kommt. Warum machen Sie keine Tourismusabgabe, wie Herr Lücke gesagt hat? Weil die Steuer können Sie nicht zweckgebunden sagen, das ist für den Tourismus. Das geht nicht, das fließt in den Haushalt. Und wenn dann Brandenburg Geld an anderen Stellen braucht, weil irgendwo, was weiß ich, wieder alle Straßen gesperrt sind oder was auch immer, man hier nicht durchkommt, dann fließt das nicht in die Tourismus. Da können Sie noch so viel sagen, wie Sie wollen, das funktioniert nicht. Dann machen Sie doch lieber eine Tourismusabgabe. Ich verstehe Ihre Sorge, aber es geht schon, indem man sagt, man nimmt jetzt nicht jeden Cent, den man da, also nicht den konkreten Cent, den man einnimmt, aber man kann doch sehr wohl als SVV, wenn man das möchte, eine Haushaltsstelle schaffen, die eben für die touristischen Projekte gedacht ist. Und wenn man dann weiß, man nimmt, sagen wir mal, 500.000 Euro ein, durch das Vorjahr kalkuliert und man schafft da so eine Stelle, natürlich kann man die dann für den Tourismus ausgeben. Aber was machen Sie dann, wenn die Umsatzzahlen zurückgehen, dann schaffen die Stelle wieder ab? Welche Stelle jetzt? Wenn die gerade neu schaffen wollen. Das muss ja trotzdem kontrolliert werden, dann macht man halt die Stunden runter. Die Frage ist dann, wie nachhaltig und wie dauerhaft soll das sein? Jetzt schließe ich mich mal Herrn Lücke an, den Vorredner, die haben jetzt schon die Buchung für nächstes Jahr, die Preise sind durch, die stehen fest. Dann kommt so weit wie Gas, wo ich nicht weiß, was auf mich drauf zukommt. Jetzt darf ich die Kunden, die schon gebucht haben, noch mal hinterher schreiben, es tut mir ja leid, jetzt ab 1.1. doch noch eine Bettensteuer bezahlt. Weil glauben Sie, dann werde bezahlt, der Gas oder ich? Ja, das heißt, ich verstehe die Sorgen komplett, aber ich sage, gucken wir uns mal die Zahlen an. Immer in den Städten, wo eine Bettensteuer ist, kommen mehr Leute als 2019. Also es tut mir leid, aber das kann ich jetzt nicht verstehen. Wie es weitergeht mit der Bettensteuer, nach diesem Abend völlig unklar. Eine politische Mehrheit darüber derzeit kaum vorstellbar. Es spricht einiges dafür, dass auch die Freien Wähler vom Ausmaß der Ablehnung kalt erwischt wurden. Im Anschluss an die Debatte suchten die Wortführer der Bettensteuer für die Havelstadt jedenfalls recht zügig das Weite. Und damit sind wir beim Wetter angelangt, liebe Zuschauer. In den kommenden Tagen gibt es endlich wieder Regen für die Havelstadt. Erst ab nächster Woche kommt die Sonne wieder. Hier ist der SKB 3-Tagestrend.
Am Freitag erwartet uns ein wechselhaftes Wetter. Es kann den ganzen Tag zu Gewitterschauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 29 Grad. Am Samstag ist es den Tag über regnerisch. Dazu kommen Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Am Sonntag steigen die Temperaturen dann nicht über 23 Grad. Hier ist der Himmel wieder leicht bewölkt. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.